Es wird kalt und wir brauchen Überschuhe für die kalte Jahreszeit. Ich habe hier Überschuhe von Gio geholt. Gio-Überschuhe sind komplett aus einem dickeren Neoprenstoff. Das heißt, das ist wirklich sehr fest, wasserfest und es hat wirklich auch eine isolierende Schutzfunktion. Was mir bei den Schuhen gefällt, dass die relativ dezent sind. Es gibt so ein paar Reflexionsstreifen. Der Hersteller selber spielt mit diesen Kontrastfarben Schwarz und Rot. Rot bedeutet, überall, wo ich im Prinzip anfasse und wo ich eine Lasche habe, das Ganze über meinen Schuh zu ziehen. Der Reißverschluss ist ein wasserfester Reißverschluss und da gibt es auch hier eine sehr große Lippe, dass wenn es doch mal richtig nass ist, dass da definitiv kein Wasser irgendwie reingedrückt wird in das Innere. Er ist wirklich schön isoliert und zusätzlich hat er noch eine Möglichkeit, dass er schön schnell trocknend ist und alles. Und wenn man das Ganze sieht, finde ich es auch ganz gut, dass in den wichtigen Bereichen das Ganze verstärkt ist. Das sehen wir in dem vorderen Bereich. Da ist nochmal was Abwehrendes. Hier unten in den Schuhbereich ist auch nochmal eine sehr raue Sache, wo nochmal ein sehr fester Garn mit eingezogen wurde. Im hinteren Bereich gibt es ebenfalls nochmal so eine gummierte Oberfläche. Und man hat, wenn man den Schuh ja überzieht, schöne große Laschen, wo man mit dem Finger durchgehen kann, das Ganze überziehen kann. Auch in den oberen Bereich gibt es eine Lasche, wenn man anfängt, das über den Schuh zu ziehen. So sieht das Ganze dann am Fuß aus. Ich habe mal hier das dran gemacht. Das ist relativ hoch über den Knöchel. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wir sehen von oben, sieht das Ganze recht schick aus. Man hat vorne diesen roten Streifen und einfach das Logo drauf. Seitlich das Logo ist zu sehen. Man muss Folgendes sagen, das ist ein Fernosthersteller, das heißt, die Größe XL ist das jetzt und ich habe gerade mal eine 43, 44. Ich habe jetzt relativ schmale Schuhe, also das sind Rennradschuhe, da geht das wirklich gut drüber. Ich kann mir vorstellen, wenn man Mountainbike-Schuhe hat, sollte man definitiv bei der 43, 44 die XXL nehmen. Und dann muss man es einfach ein Stück drüber würgen. Also ich finde, das ist immer so ähnlich wie Anziehen von irgendwie enger Funktionskleidung ist immer wieder so eine Herausforderung. Zu guter Letzt möchte ich noch sagen, dass der untere Bereich wie folgt aussieht. Ich versuche das mal zu filmen. Wir sehen hier, das Wichtige ist offen. Das heißt, Bereich für die Klickpedale. Man kann hier den inneren Steg, kann man mit Klettverschluss auch nochmal öffnen und vergrößern, wenn man breitere Schuhe hat. Und hinten ist ebenfalls ist noch so, dass es hier offen ist. Das heißt, das finde ich recht cool. Ich trete wirklich auf meinen eigentlichen Schuh und mein Überschuh, der ist wirklich außenrum und wird geschont bei der ganzen Thematik. Alles in allem finde ich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Ich habe die mir bei Ali geholt, da haben die, glaube ich, 11 Euro gekostet, bei Amazon kosten sie 17. Also kann man machen, wie man will. Und ich bin jetzt hier relativ überzeugt davon und finde, das Ganze hat sich bewährt bei mir in den Herbst- und Wintertagen. Das war's von mir, Link findet ihr darunter. Macht's gut, tschüss.